Willkommen zurück, meine Freunde, hier bei Pokémon Sonne. Wir haben gerade erfahren, dass Lily die Tochter der Leitung der Etta Federation ist. Foundation. Und sie Cosmog quasi aufopfern wollen. Das ist ein Starmie zu sehen. Wo sind wir hier? Los. Komm schon her zu mir. What the fuck? Bisaflor. Im rechten Ding eben zu sehen. Phlegmon. War das ein Phlegmon? Ich hab's gerade nur mal falsch gesehen. Na? Was sagst du zu meinen kleinen Privatsammlungen? Wenn die über alles geliebten Kinder sollen sich in aller Ewigkeit, das sollen alle in aller Ewigkeit überdauern. Ach du Scheiße. Mensch, wenn du wunderschönen Ultrabestien in diese fremde Welt rufe, sind sie sicher erstmal verunsichert und verwirrt und gereizt. Aber sie in einen kleinen Kasten wie diesen hier einzusperren, wäre nur grausam. Sie wollen ihre Wut freien Lauf lassen können. Ich will, dass sie hier in Arola nach herzenslos sich austoben. Hey Sunny. Gott, ey, du bist so ein Depp. Du stehst. Und Lily. Dir geht es gut, Mensch, bin ich erleichtert. Sieh an. Du auch hier, lieber Tully? Hm, auf Bromley ist einfach kein Verlass. Ich bitte dich. Du darfst keine Unheilpforten öffnen. Die Unheilbiester dürfen nicht hierher kommen. Hm. Erst platzt meine Tochter rein, die mir meinen Cosmo gestohlen hat. Und jetzt auch noch mein Sohn, ich wusste es, der meinen Typ 0 geklaut hat. Ich habe stets nur meine Liebe gegeben. Doch ihr habt es mir mit Verrat vergoldet. Was? Vergolden. Ihr habt kein Recht, mich um etwas zu bitten. Was? Tochter? Sohn? Moment mal. Tully, kannst du bitte draußen warten? Du bist ein wenig unpassend. Ihr seid etwa eine Familie? Das waren wir vielleicht mal, mein lieber Tully. Aber diese Verräter wandten sich von mir ab. Und das Spiel spielt jetzt keine Rolle mehr. Nichts spielt jetzt noch eine Rolle. Warte mal, da ist Cosmog drin, ne? Die Gase von Cosmog, die wir gewinnen konnten, bevor es Lily gestohlen hatte, haben bereits ausgereicht, um eine Unheilpforte zu öffnen. Nicht wahr? Wie viele Unheilpforten ich öffnen kann, wenn ich alles aufbrauche, was seinen kleinen gefangenen Körper steckt. Wie viele wunderschöne Ultrabestien da man wohl bekommen werde. Bitte. Hör auf damit! Ich weiß nicht, was mit wirklichen geschieht, wenn es zu viel Kraft einsetzt. Nicht nur unsere Flucht aus dem Ätherparadies konnte es. Nach unserer Flucht aus dem Ätherparadies konnte es sich eine Zeit lang nicht bewegen.
Wenn du es zwingst, deine Kraft einzusetzen, stirbt es. Dann bin ich mir nicht. Da bin ich mir sicher. Seht her. Ich werde jetzt die Ultrapforten öffnen. Kommt zu mir, meine wunderschönen Ultrabestien. Okay. Seht nur, es geschieht überall in Aula. Bujo! Kannst nicht mal still sein, Cosmog. Du bist wirklich ein nerviges Pokémon, selbst wenn du im Käfig steckst. Ich bin nur an deiner Kraft interessiert, ansonsten bist du mir völlig egal, ist das klar? Warum? Warum greift ein Trainer jetzt nicht ein? Setz deine ganzen Pokémon aufs Feld und knall die Olle weg! Gott! Leute, lass doch nicht immer die Bösen tun, was sie tun! Greif doch einfach an! Tut mir leid. Aber ich weiß nicht, ich könnte, wenn ich da Trainer wäre, ich könnte nicht mit ansehen, ich würde sofort handeln. Ja, ich würde meinen, keine Ahnung. Ja, welches Pokémon ich auch da immer habe, ja, würde ich sage mal einfach Beispiel mein Knogger, ich würde da hingehen und mit dem Knochenbaren den Käfig angreifen, damit er beschädigt wird. Eine Option. Oder, was weiß ich. Wie es aussieht, hat mir deine Kraft bereits gute Dienste geleistet. Inzwischen sollten sich viele wunderschöne Ultrabestien in Aula tummeln. Seht nur. Auf Alcala und auf Pony und auf Melemele sind auch schon welche. Wir stehen tatenlos da und machen nichts. Währenddessen auf Melemele in der Nähe des Maola-Bergpfades. Warum bin ich plötzlich so unruhig? Was ist das für eine seltsame Kreatur? Sind Sie König, das ist meine Pflicht. Okay, das kriege ich nicht schnell genug hin. Okay, Kaburiki. Das musst du jetzt irgendwie hinkriegen. Piep, piep. Hier, mein wunderschöner Ultrabestie. Präsidentin, das Experiment war erfolgreich. Also machen wir
Diese pfeifen jetzt mit dem Ultrabestien so richtig platt. Du sagst es, Bromley. Da sei doch so gut und bring zunächst einmal die Kinder zum Schweigen. Ich werde die Ultrabestien aufhalten. Null wird kurz einen Prozess aus ihnen machen. Tully. Du übernimmst Bromley. Sunny, stopp die Präsidentin. Wenn wir scheitern, wird Aula den Ultrabestien überrannt. Also strengt euch an. Sunny, wir müssen Wölkchen retten. Puh. Was ihr doch alles für erbärmliche Kleingeister. Wenn ihr so weitermacht, erschreckt meine wunderschöne Ultrabestie sich noch. Nun, ich denke, wir sollten wohl als erstes dicht... Warte mal. Nun, ich denke, wir sollten dicht... dich sollten wir als erstes zum Schweigen bringen, Sunny. Na, dann komm mal her. Ja, Samantha. Pixie. Ja, da war meine Wahl doch gar nicht mal so verkehrt. Ich setze erstmal einfach nur eine normale Wasserattacke ein. Denn ich weiß ja nicht, was die noch alles hat. Mondgewalt. Ja, das sollte nicht allzu viel Schaden machen. Das ist natürlich kontrainitiert. Das sollte trotzdem irgendwie funktionieren. Ja, ich merke schon, mein gesenkter Spezialangriff würde dieses Duell jetzt so ein bisschen schlecht ausgehen lassen. Ich habe leider nur noch eine Option quasi. Okay. Hast du idealer... Okay, Pokémon. Wir müssen raus. Wir brauchen Knocker. So. Blättertanz. Ah, das macht nicht viel Schaden. Wow. Trotz Resistenz doch so viel Schaden. Es ist weiter im Blättertanz. Ja, Nitro-Ladung. Zack. Okay. Kommt drauf an, was mein Gegner jetzt einsetzt. Je nachdem entscheide ich, ob ich mit Knogger drin bleibe oder nicht. Hallo, Ditto. Milotic. Okay, da müssen wir auf jeden Fall wechseln. Man, die TA soll das hier mal regeln. So, Mantitea, auf geht's. Ich glaube an dich. Blütenwirbel. Nitropumpe. Mann, ihr seid alle so schnell. Aber das war ein One-Hit. So, Traumagiel. Gucken wir mal gerade drüber. Wolverock kann das übernehmen. Traumagil, Knirscher, das sollte passen. Traumagil. Ist ein cooles Pokémon, aber tut mir leid. Knirscher ist für dich. Warum Juwelenkraft? Kein Spukball im Set. Turbofelsen. Okay.
Knorgar kann keinen Treffer abfangen. Ditto würde auch mit einem Schlag drauf gehen. Meine Strategie besteht jetzt darin, Knorgar auf, auf die Beine zu stellen. Und dann ihn in der nächsten Runde dann dazu. Okay. Ich dachte, wir droppen hier jetzt Wolverock, aber. Dies ist nicht der Fall. Wenn mein Gegner erstmal einen Angriff senken wollte. Hammerarm. Ja, damit habe ich gerechnet mit einer Kampfattacke. Eigentlich schon in den letzten Zug. Traumagel. Du opferst gerade dein Traumagel, das weißt du schon, oder? Ein guter Schachzug von dir. Okay. Wupix erreicht Level 39, das ist sehr schön. Nein, danke. Begrenzer brauchen wir nicht. Jetzt Pixie einen. Möchtest du ein Pokémon wechseln? Nö. Wir bleiben jetzt drinne. So, Knochenmerang. Knogger. Nein! Oh Gott. Ist jetzt Geduld dahin? Na gut, dann setze ich auf Nitro-Ladung. Okay. Bams. Und nochmal. Das war's für dich. Schade, dass der Knochenmerang nicht rausging. So, jetzt hast du noch ein Pokémon übrig. Knogger schlägt sich hier wieder eins. Ja, die Werte sind auf jeden Fall super. 43. Oh, man, die Tier auch nochmal Level Up. Ah, das ist schön. Jeder kriegt ein Level Up. Ihr verdient es allesamt. Ihr habt so schön zusammengearbeitet. Nö, nö. Bleiben wir einfach mal drin. Wir haben jetzt so viel Speed. Warte mal, hattest du nicht die Fähigkeit, dass du mehr physische Treffer einstecken kannst, dafür aber als Feuer deine Schwäche wird? Okay, cooler Augenstand, First Strike. Ich wollte gerade schon sagen, wie kann das Vieh denn schneller sein mit drei Boosts auf der Initiative? Okay, wir machen jetzt Energiefokus. Kannst du Cooler Auge benutzen, wenn du willst. Wenn wir kritten, kritten wir Knochenmerang. Damit haben wir zwei Hits. Senke ich meine Initiative, meinen Angriff in zum Tod. Sag doch, wenn wir kritten, dann tut's weh. Wie mein Gegner einfach keine Offensiven macht. Oder hat dieses Pokémon nichts im eigenen Movepool, um Geister-Pokémon zu besiegen? Also ganz ehrlich, ich würde sogar sau ungern in Zukunft auf den Knochenmerang und Energiefokus-Kombo verzichten. Weil genau gegen sowas ist das nämlich extrem wirkungsvoll. Und tschüss. Oh, passt doch. Level 36, sehr schön. Verkackt. Junge, verschämt bist du. Du bist. Hä? Ja. Ja. Warum gebe ich mich eigentlich mit euch ab? Ihr seid mir völlig egal. Alles, was ich brauche, sind meine wunderschönen Ultrabestien. Du, was du brauchst, ist so eine wunderschöne Jacke, ja, die dich ganz umhüllt, ja, das brauchst du. Oh nein, mein Ultraforce schließt sich. Romy, zu mir.
Wir werden die Ultrabestie mit unserem Ultraball fangen. Warte mal, heißt nicht der Superball im Englischen? Ne, da heißt der Great Ball. Der Hyperball heißt Ultraball, kann das sein? Kommt es da nicht zur Verwirrung? Fangen, den wir extra. Den wir extra entwickelt haben. Jawohl. Hält ihn mal vielleicht irgendwer auf? Mutter! Ernsthaft, die ist da jetzt rein. Wieso? Wölkchen, geht's dir gut? Wölkchen? Was hast du? Sein Aussehen hat sich geändert. Es rührt sich nicht mehr. Wir sollten erstmal verschwinden. Hier können wir nichts tun. Wölkchen hat sich scheinbar weiterentwickelt. Was mich jetzt aber erstaunen würde, wenn dieses Wölkchen, also wenn sie das Wölkchen alleine tragen könnte. Weil diese Entwicklungsform ist das schwerste Pokémon, was es in Anführungszeichen in normaler Form gibt. Ein Kudon wiegt schon 950 und das wiegt 999. Zum Glück seid ihr alle unversehrt. Ja, wir sind unverletzt. Aber es gibt noch viel zu tun. Die Präsidentin und Bromley sind durch die Ultrapforte verschwunden. Und Cosmo rührt sich nicht mehr. Wir können unsere Mutter nicht einfach in der Welt der Ultrabiester lassen. Egal wie sie sich verhalten hat, sie ist und bleibt unsere Mutter. Ja und? Sie saß eher die, ich würde die da rausholen, weil sie sonst ihre Jacke nicht kriegt. Und ja. Wir können vielleicht in dieser Welt, in dieser anderen Welt, wir könnten vielleicht in diese andere Welt gelangen, wenn wir das legendäre Pokémon von Aoa auf unserer Seite hätten, das alle Leute so verehren. Aber ist das überhaupt, ob das überhaupt real ist? Klar ist es das. Schließlich sind die Ultrabestien auch real. Oder? Na also. Wir werden es schon finden. Keine Sorge. Wir finden das legendäre Pokémon sicher. Ja, alles wird gut. Sanitali, ich danke euch beiden. Falls ihr euch vielleicht ein wenig ausruhen möchtet, ich habe hier ein paar Zimmer, die ansonsten nur für Angestellte für euch bereit gemacht. Ja. Okay. Prima, ich bin fix und fertig. Ich werde hier schlafen. Hier im Mutters Bett, so wie ich es getan habe, als ich noch klein war. Aber das wird heute das letzte Mal sein. Eieiei. Das ist wirklich eine schwere Kost am nächsten Tag. Lilly ist weg. Sunny, Lilly wartet draußen auf dich. Okay. Aber das machen wir als in der nächsten Folge. Wow, aber es war trotzdem jetzt schon eine schwere Kost insgesamt. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Bleibt auf jeden Fall dran, ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin schon gespannt.